Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura May. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Morgen lautet die Devise wieder 3 Punkte für den Klassenerhalt. Die Mannen von Cheftrainer Tim Görner treffen auf die Reserve des VfB Stuttgart in der heimischen PSD-Bank-Arena. Nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Gießen im Nachholspiel am Mittwochabend klettern die Schwaben auf den 14. Tabellenplatz und rangieren 2 Punkte vor dem FSV Frankfurt. Insgesamt ist die Bilanz des FSV gegen den VfB überwiegend positiv. 5 Siege konnte der FSV in der Regionalliga einfahren. Nur 2 Spiele gingen verloren. 6-mal trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Die Schwarz-Blauen haben damit ein schwieriges Spiel vor der Brust, in dem es darum gehen wird, gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller 3 wichtige Punkte einzufahren. Die Relevanz dieser Regionalliga-Partie wird spätestens bei dem Blick auf die Tabellenkonstellation klar. Der FSV benötigt von jedem schwarz-blauen Anhänger auf den Rängen die volle Unterstützung über die gesamte Spielzeit. Geleitet wird die Partie von Fabian Schneider mit seinen Assistenten Henning Reif und Mario Schmidt. Anpfiff ist um 14 Uhr. Passend zum morgigen Heimspiel ist auch unser Spieltagsmagazin FSV Live wieder online. Neben den spannenden Gegnervorstellungen erwartet euch dieses Mal ein großes Interview mit unserer Offensivkraft Felix Heim. Viel Spaß beim Lesen. Der FSV unter der Woche zu Gast beim FC Gießen. Das ursprünglich für den 2. April angesetzte Spiel in der Regionalliga Südwest zwischen dem FC Gießen und dem FSV Frankfurt ist neu angesetzt worden. Das Nachholspiel wird am 19. April um 17 Uhr im Gießener Waldstadion stattfinden. Im Kampf um den Klassenerhalt bleibt dem FSV Frankfurt somit keine Zeit zum Durchatmen. Nur 3 Punkte trennen aktuell beide Teams, wobei die Gießener ein Spiel weniger auf dem Konto haben. Beide Mannschaften treffen bereits das 5. Mal aufeinander. Die Bilanz der Schwarz-Blauen fällt dabei gut aus. Von 5 Spielen entschied der FSV 3 für sich. Eine Partie ging an die Gießener und das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem Unentschieden. Trotz der frühen Anstoßzeit hofft der FSV Frankfurt auch bei diesem enorm wichtigen Auswärtsspiel um ähnlich starke Unterstützung wie am vergangenen Wochenende in Großasbach. Dazu eine kurze Videobotschaft unseres sportlichen Leiters Thomas Brendel. Liebe FSVler, mit dem Spiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart und am darauffolgenden Dienstag in Gießen haben wir 2 wegweisende Spiele vor der Brust. Wir brauchen eure Unterstützung im Kampf um den Klassenerhalt. Sowohl hier zu Hause als auch am Dienstag in Gießen braucht die Mannschaft euren Support. Ich zähle auf euch. Die Fan- und Förderabteilung des FSV bietet am Dienstag auch wieder einen Fanbus an. Der Fahrpreis beträgt 10 Euro. Ein Ticket muss in Gießen separat dazu erworben werden. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr am Bornheimer Hang. Die Abfahrt des Busses erfolgt um 15 Uhr. Verbindliche Anmeldung bitte unter fufa@fsv-frankfurt.de. Manchmal sind die einfachen Dinge eine pure Wohltat. So wie Peterstaler aus den Tiefen des Schwarzwalds. In jedem Tropfen Peterstaler steckt das Beste aus der Natur. Höchste Reinheit, wertvolle Mineralien und pure Frische. Ursprünglich rein, Genuss pur. Peterstaler. Pures Wasser. Purer Schwarzwald. Leonhard von Schrötter bleibt ein Schwarz-Blauer. Mit Leonhard von Schrötter bindet der FSV Frankfurt einen erfahrenen Spieler an den Verein. Der Vertrag des Verteidigers wurde bis zum 30. Juni 2023 per Option verlängert und hat eine Gültigkeit für die Regionalliga Südwest. Der 23-Jährige kam beim FSV Frankfurt bislang auf 62 Einsätze in der Regionalliga und 3 Einsätze im Hessenpokal. Dabei erzielte er insgesamt 5 Tore und 3 Torvorlagen für die Bornheimer. Wildes Treiben auf dem Kunstrasenplatz der PSD-Bank-Arena. Während der hessischen Osterferien öffnet auch die FFH-Fußballschule wieder ihre Tore. Mit fast 300 Teilnehmern in 2 Wochen sind die Kurse am Stützpunkt in Frankfurt wieder restlos ausgebucht. Auch die Stützpunkte in Egelsbach, Kleinauheim, Oberstetten, Richen und Würges freuen sich über zahlreiche fußballbegeisterte Kids. Unser Nachwuchsleistungszentrum ist am Osterwochenende nicht im Einsatz. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.